Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von H1Z1. Wir sind wieder unterwegs in der Zombie-Apokalypse, im Zombie-Chaos. Und ganz kurze und schnelle Ansage: Wir werden hier gerade mehr oder weniger verfolgt von zwei Spielern. Haben uns hier bei Pisspot Creek, ich muss mein Mikrofon mal nah ranholen, hallo. Haben uns hier bei Hallo. Pisspot Creek verschanzt und. Ihr seid im Tja. Haus, oder? Ja. Matze, du hast Schuss? Ich muss mal schnell Ja. rein. Der mit der roten Kappe, der reinkommt, bin ich. Die warten davor und zielen auf uns. Hallo, wir sind freundlich, tut uns nichts. Als wenn das was bringt. Ich kann dich nur ganz, ganz leise hören. Komm mal näher ran, aber ey Jungs, nicht schießen, ja? Dann lass Wir mal alle schießen die Waffen nicht, raus. keine Angst. Wir stehen hier zwar mit Waffen, aber wir schießen nicht, keine Angst. Ja, pass auf, dann lass uns alle die Waffen rausnehmen, also weglegen. Und dann Aber schießen wann wir lassen die diese einfach ab. scheiß Wölfe denn mal los? Beide. Ich verstehe dich leider nicht. Er will, dass wir die Waffe weglegen. Nee, die Waffe lege ich nicht weg. Das tut mir leid. Die habe ich gerade erst gefunden. Die lege ich garantiert nicht weg. Wir wollen euch nichts tun. Wir wollen nur looten und gegen die Zombies überleben. Aber wir tun euch nichts. Okay, wir sind hier oben, ne, am Baum, Jungs. Wir haben auch eine Waffe, wir schießen aber nicht. Alles klar. Ah, kommt mir etwas spanisch vor. Wie kommt er da gleich mit Waffe am Boden legen? Die können doch einfach weiterziehen. Ja, ich weiß nicht. Wir warten Ich jetzt bin einfach. tot. Ich bin Ernst? tot. Ja, Ernsthaft? Wolf. Wolf, scheiße. Leck mich doch an der Söcke, dieses Scheißspiel. Ich höre gerade einen Wolf, falls dir das Matze, weiterhilft. Matze. Mach mal die Tür zu. Du hast die 308er, korrekt? Genau, und genau einen Schuss. Ja, okay, ich gebe dir. Das ist alles die 380er. Hast du 380er Rounds auch? Die kannst du nicht reinlegen. Kannst mal testweise, ob das auch mit denen geht, Drei weil. Stück habe ich. Also gut, okay, dann würde es dir ja angezeigt werden, wenn du die auch reinmachen kannst. Aber ich weiß immer nicht, wofür die 380er ist. Ich habe dir hier zwei Schuss hingelegt. Ich schaue gerade mal, ob ich noch mehr habe. Ich habe das Gefühl, die sind hier noch draußen irgendwie. Ich traue denen auch ungefähr 2 Zentimeter weit. Also bin da eher skeptisch. Ich weiß es nicht. War ein Baue bisschen gerade komisch. ganz, ganz unabsichtlich durch die Wand durch. Also das mache ich nicht mit Absicht. Okay, nimmst du die Rounds, Matze? Liegen vor dir auf dem Boden. Matze? Muss aber sagen, ich Ja, höre ja. nichts mehr. Hey, und ich bin nackt, halb nackt. Und deine Position? F3. Und jetzt rennen die Groupies los. Nach F3. Ja, genau. Ja, ich hab, achso, warum bei mir die Ansage nicht ganz mit dran ist, wir haben eben ganz schnell eben aufgenommen und da war Koja schon am Quatschen, da war mein OBS erst ready, deswegen ist bei mir die Ansage nicht ganz mit drauf. Ja, wir mussten leider Nur so schnell zur anfangen, weil Info. wir hier von Spielern, wie gesagt, verfolgt wurden und da wollte man nichts verpassen. Wir wollten euch nicht wieder einen Suchen- und Finden-Simulator im Video liefern und dann So. plötzlich kamen zwei Leute und das will man ja dann doch Aber wir haben jetzt aufnehmen. ein Problem. Wir sitzen hier drin wie. Ja, und das ist doch die Scheiße an der Bude, ganz Ja. ehrlich. Das ist aber an jeder Basis das Problem, weil wenn die wissen, dass du drin bist, wissen sie auch, dass du noch immer drin Wäre bei bist. unserer Basis, die wir gecraftet haben, genauso mit dem großen Tor. Aber hier kann Oh man leider nicht mal ja, mehr rausgucken, das ist das Dumme. Sunny? Ja, doch. Ich hab dann wieder einen schwarzen Bildschirm. Also meine Zuschauer haben schwarzes Bild, weil mein Spiel sich weggeschmiert hat. Oh ja, Ja, Matze, yeah, hinter dieser. ich liebe dieses Spiel aktuell. Vielleicht können wir, wenn Sunny wieder da ist, nochmal eine extra Ansage für Sunnys Video machen. Die machst dann Alles aber du, Matze. gut, Ja, nein, kurzzeitig ist dann. jetzt bei mir einfach nur schwarzes Bild. Nee, Obwohl. ich mein nur, weil dann kannst du dein Video ein paar Minuten später nochmal neu starten, vernünftig. Ah Ja, ja. ist vielleicht gar nicht so doof die Idee. Also wer mutig ist, darf hier in diesen Raum rein, wo ich gerade drauf schaue. Dort gibt es Fenster, wo man nach draußen schauen kann. Und dort habe ich die vorher noch gesehen, Dann vor mache ich zwei das doch Minuten. mal. Ja, du hast Aber einen Scope. Versuch's, die ob du. visieren vielleicht auf dich und du kannst direkt sterben. Also ich würde aufpassen. Rechts sind zwei Fenster. Ich habe die Tür im Visier, falls die aufgehen sollte. Aber Ich sehe andererseits, wir nichts. haben gesagt, wir schießen nicht und du siehst nichts. Das. Es wird, glaube ich, auch Hä? gerade noch dunkel zusätzlich. Ne? Das könnte jetzt wiederum. Aber wenn wir rausgehen und in Bewegung bleiben. Nee, hier ist nichts. Nee, da ist nichts und niemand. Komm, lass uns raus. Wir können uns hier drin nicht ewig verschanzen. Ich mache jetzt die Tür auf und gehe noch nicht raus. Ich mache es erstmal nur auf. Dann hört man ja schon.
Ich finde es immer so problematisch. Ich weiß nie, ob wir dann echt nicht schießen oder doch schießen, wenn sie schießen. Ich weiß nie, was man wenn dann sie tun schießen, soll. Schießen wir auch. Wenn die, ja, aber dann ist es zu spät. Naja, nee, man hört ja, wenn die. Also. Es sieht jetzt so aus, als könnten wir da raus. Eher einer mal oder alle auf einmal und alle einfach auf weg einmal. Hier? Auf drei gehen wir da raus. Ich renne wegen mir vor. Bin der Idiot. Eins, zwei, drei. Aber nicht stehen bleiben. Halt. Und immer schön zickzack links, rechts. Aber dass es dunkel geworden ist, das ist gar nicht mal so schlecht jetzt für uns. Für uns ist es ganz okay. Ich bin im grauen Haus jetzt. Scheiße. Was, denn Wolf? Wollen wir jetzt wieder in ein Haus oder wohin laufen wir jetzt? Hast du einen Matze? Ja, du ja, hast es. Oh, wartet mal. Ja, was ist los? Ich sehe die noch hier. Auf dem Berg sind zwei. Entweder es sind zwei Zombies oder die zwei Spieler. Seht ihr kann die zwei? Kann jemand das Wolffleisch mitnehmen oder wollen wir es liegen lassen? Ich habe leider keinen Platz, glaube ich. Also erstens, ich wäre mal dafür, wir gehen hier hinter das Haus. Nur ja. Ganz kurz. Dann muss einer, hat jemand von euch einen Scope oder irgendwie sowas? Binoculars. Aha. Also ich bin jetzt wieder im Spiel. Gut. Bin aber anscheinend wieder gestorben. Ich habe keine Binos, nur der Matze hat einen Scope. Okay. Entwarnung, das sind zwei Zombies, ja. Die laufen gerade dem Reh hinterher, okay. Gut. Oder? Seht ihr die? Das sind zwei Zombies. Sie, oder? Ja, jo. Das sind zwei Zombies. Wollen wir ganz kurz für den Sunny dann nochmal... Ja, das darfst ja du machen. Hey, warte, ich starte dann bei mir nochmal eben die Aufnahme, ne? läuft wieder. Ja, Matze, dein Einsatz. Ach, ich? Moin zusammen. Nee, ich bin, wir sind wieder in H1Z1 unterwegs. Ich musste nur leider ein bisschen später starten. Die anderen sind auch wieder mit von der Partie. Ich hatte dann so ein paar Probleme mit meinem Spiel. Deswegen sind wir ein bisschen später, aber die anderen sind natürlich auch wieder mit dabei. Jo, hallo. Hallo. Dann auch ein Hallo an Sannys Zuschauer, genau. Ich genau, mach mal die Zombies hier kaputt, die stören mich gerade, sorry. Ja, die stören mich auch, die machen mich nervös. Irgendwie schon. Ja, die Zombie-Horden von den letzten Malen sind übrigens nicht mehr so krass oder ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber... Also es ist deutlich entspannter, wenn man überlegt, an der Stelle, wo wir unsere Base hatten, wenn wir dort so lang zu dritt auf einem Haufen gestanden hätten, hat einfach ein Reh erledigt, der Matze. Nicht schlecht. Ja. Wenn wir da so lang zu dritt auf einem Haufen gestanden hätten, wären wir von Zombies überrannt worden. Also von daher ist schon entspannter geworden. Auf jeden Fall, also es ist ein ganzes Stück entspannter geworden. Die Frage ist halt, was machen wir jetzt mit einer Basis? Wollen wir uns dieses Haus hier gönnen? Also die Idee dahinter war, dass man sagt, man nimmt dieses blaue Haus, weil das nur einen Eingang hat. Das kann Vor- und Nachteil zugleich sein. Man pflastert hier vorne ordentlich Punchy-Sticks rein, lässt sich selbst einen Weg frei. Und hier links daneben das Haus, hier ungefähr, wo ich jetzt stehe, könnte man... eine Art Schuppen hinbauen, wo wir Kisten reinstellen. Und hätte dann eigentlich eine coole Base, finde ich zumindest. Hat von euch irgendwer einen Kompass? Ja. 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 Sagt mir mal, in welche Richtung der Mond steht. Südost, Ost, Südost. Tendenz. Dann muss ich... Nee, genau ziemlich in die genau andere Richtung. Ja. Dann muss ich in die andere Richtung laufen. Ja, die Sache ist, für Zombies, sag ich mal, ist diese Taktik perfekt. Da kannst du zumachen, kommt niemand rein... Alles Paletti, aber jetzt bei den Spielern, ich hatte schon, also die hätten ja jetzt noch hier stehen können. Die wissen, wenn wir einmal drin sind, können wir nicht mehr raus. Es gibt nur diesen einen Ausgang und sie können da... Dann ist es ein Geduldsspiel letzten Endes. Entweder die müssen reinkommen, dann sind die im Nachteil oder wir müssen rauskommen, dann sind wir im Nachteil. Das ist so ein bisschen russisch Roulette. Also von daher... Nicht. Also man kann auch, wenn man hier rauskommt, man muss nicht hier durch abhauen. Man kann auch mit ein bisschen Anlauf hier über das Ding und dann über den Zaun. Yo. Umgekehrt allerdings kommt man, glaube ich, nicht rein. Also das ist insofern... Aber eine Tür können wir hier nicht hinbauen, oder nur Punjis? Hier können wir nur Punjis davor setzen, ja. Und die Sache ist, wir nehmen auch Schaden, auch wenn wir sie erbaut haben. Ja, deshalb würde ich hier beispielsweise, wenn du hier rauskommst, würde ich einen Weg freilassen, der uns, wenn man direkt hinter diesen Gitterstäben, die hier am Ausgang sind, rumgeht, dass man dann schadfrei rumkommt. Aber dass man sobald mal ein bisschen weiterläuft hier vorne und hier überall Punji-Sticks hat, dann kriegen die Zombies ordentlich Schaden drauf und eben eventuelle Spieler, die zu uns wollen, auch. Also ich würde es zumindest probieren.
Das, was so wirklich doof ist, ist, dass man kein Fenster hat zum Rausgucken. Eine Sache übrigens, auch ein neues Feature, bei mir stand gerade im Chat, I feel tired. Also man wird müde und muss dann zu so einer Matratze oder zu einem Bett mit der Taste E schlafen und das dauert 30 Sekunden. Danach, jo. Man wieder regeneriert, ja. Solltet ihr aber auch bald erhalten. Ja. Echt jetzt? Ich hatte es noch nicht. Also auch nicht. Hört ihr mich denn noch? Ja, ja. Ja. Ah, okay, jo. Weil mein OBS zeigt mir nicht an, dass mein Mikrofon läuft. Okay. Doch, komischerweise. So, jetzt bin ich gerestet und hab hier rechts unten stehen. Well rested. Wo hast du denn gerestet? Ach, hier, da, im Bett dann, oder was? Hier auf der Matratze, genau. Da kommt dann so ein Overlay, Taste E für Rest und genau. Kommt bei mir also nicht. Dann bist du noch nicht müde. Ach so. Bin jetzt bei D9. Ja, du bist da bei dieser, in der Nähe wieder. Bei dieser kleinen Stadt am Pisspot Creek. Ja. Jetzt warte mal, mir kommt gerade was. Kann man hier aufs Dach? Eventuell, wenn man sich gut anstellt, vielleicht irgendwie. Aber die Idee war gut. Es ist bestimmt möglich, doch, es ist bestimmt möglich. Warte mal, es geht auf jeden Fall, wenn wir hier ein Furnace hinstellen. Stell dir mal vor, ein Furnace noch auf die... Es sieht leider einfacher aus. Bring auf dieses Schräge hinter dir. Also gar nicht auf das da, sondern da hinten das. Geht das? So, jetzt warte mal kurz, ein Versuch noch hier. Das war nämlich echt, ich war schon fast dort. Ja, perfekt. Warte mal, Matze, nicht springen, nicht, dass du ihn runterkriegst. Ah, ich mach einfach hier. Mal. Nein! Oh Mann! Der nächste darf mal ran. Es sieht aber einfacher aus, als es im Endeffekt ist. Oh, und aufpassen, wegen dem ganzen Springen, das verbraucht richtig viel. Lamina. Das haben sie aber runtergelevelt. Also, ist nicht mehr ganz so schlimm, der Stamina-Verbrauch. Und was würdest du dann auf dem Dach machen? Naja, das ist jetzt eben die Frage, ob man da vielleicht ein bisschen Deckung hat. Und ein Sniper stellt sich eben oben hin und der kann dann die Lage von oben ein wenig begutachten. Also, Koya, du hast wirklich recht, die Pfeilkabinetts sind eine Goldgrube von Munition. Ist der Hammer, ne? Oh, ich stehe auf dem Zaun, es könnte klappen. Scheiße. Also ich würde sagen, das ist, also wenn das ein Flachdach wäre, ja, aber bei so einem Schrägdach glaube nicht, dass man da großartig was drauf bauen kann. Aber das heißt, wir würden uns jetzt diese Immobilie schnappen. Nee, ach, das war nur mein Gedanke. Wenn ihr jetzt sagt, nee, dann lieber ein anderes Haus. Wir können uns auch mal schauen, da drüben ist noch ein gelbes. Ich weiß nicht, ob das. Das hat aber, glaube ich, gar keinen Eingang. Ich glaube, das war ganz verrammelt. Bin oben. Okay. Oben hörst du zwischendurch nur Frage, hä, wo denn oben? Am Haus. Ja, okay, es ist schon ziemlich unsicher, aber... Wenn man euch nur hört, ne, ist das Ganze noch irgendwie amüsanter. Da könntest du dir auch nur gegebenenfalls eine Foundation draufbauen oder einen kleinen Shack oder sowas. Aber wenn das geht, stell dir mal vor, hier oben eine Basis am Haus, das wäre... Ja, bringt das was? Weil was gewinnst du an Sicherheit? Die Zombies kommen nicht hin. Du bist ganz oben. Bin ganz oben. Du hast ja gesehen, wie lange wir jetzt brauchen, um darauf zu kommen. Also kritisch kann es nicht werden, dass dich ein Spieler überrascht. Ich brauche aber nur einen Schuss und schieße dich von da oben runter. Nö, dann geht das schnell auf die andere Seite des Daches. Ja, es ist... Nee, ich weiß nicht, glaube ich jetzt nicht, dass das so gut ist. Ja gut, also eine Sache noch, die bei dem Update anscheinend kam. Mehr Zombies ist gleich mehr Munition. Definitiv. Und zusätzlich halt craftbare Munition. Das hat man ja, glaube ich, aber schon erwähnt in den Patch Notes, die ich mal ein bisschen verlesen hatte. Man kann an der Workbench Munition auseinandernehmen und aus zwei Teilen der auseinandergenommenen Munition kann man eine neue herstellen. Das haben wir noch nicht ausprobieren können. Aber es soll gehen. Ja, wollen wir ein bisschen looten oder irgendwie sowas? Ja, die Frage ist halt Base, ja, nein, vielleicht. Ich wäre für eher ja, also auf jeden Fall, alte Basis, finde ich, ergibt keinen Sinn momentan. So ein Haus, das finde ich eine gute Idee und das sieht recht interessant aus. Bin auch drauf. Okay. Yay. Also dann lass uns doch mal schauen. Es ist leichter, als man denkt. Wir brauchen diesen Check. Ich sag dann auch mal ja dazu, ne, bevor ich dann gar nicht mehr gefragt werde. Ja, du kannst, siehst es ja nicht. Eben, aber ich sag einfach mal ja. Also ein Small Shack.
Ja, nicht Small Shack, das sind ja diese Dixie-Klos, sondern vielleicht so ein, wie hießen die? Shelter, glaube ich. Shelter heißt es, genau. Dafür brauchen wir schon mal einen Baum. Klos? Soll ich mal einen Baum fällen, dann könnte es spannend werden. Ach, das zieht ja Zombies an, oder? Ich schätze. Ja, dann komme ich mal mit dir. Ich fäll mal einen. Bisschen weiter weg. Gut, aber jetzt dass bin ich doch noch nicht da bin. Ja, du hältst hier Ausschau. Jetzt bin ich nicht mehr auf dem Dach. Das hast hier du natürlich auch so ein Haus. Ja, aber hier ist das Problem, das sind alle Fenster offen. Ja. So, ich nehme den Baum hier. Was ich muss ganz ehrlich sagen, dieses blaue Haus, das sieht schon fast so aus, als ob es dafür gemacht wurde, dass sich da Spieler einnisten. Ja, das und diese, wir haben doch auch diese Festungen mal gefunden auf unseren Loot-Touren, wenn ihr euch noch erinnert, von unserer alten Basis damals ausgehend, haben wir so eine kleine Loot-Tour gestartet und dann so zwei Häuser, die von so einer größeren Mauer umgeben waren. Genau. Matze, siehst du das gerade? Ich sehe es auch. Ich stehe schon davor und habe mit dem Bogen drauf gezielt. Was passiert hier gerade? Irgendwas höre ich quietschen und kreischen. Ja, ein Reh, das ohne jegliche Widerwehr, ohne sich wegzugehen, im Nahkampf vom Schilling mit den Fäusten verprügeln lässt. Ja. Dieses Spiel, ne? Mein Spiel schmiert gerade schon wieder ab. Hat jemand noch irgendwie Dings? Platz? Ah, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Yay. Ich starte das Spiel mal dann mal wieder neu. Falls noch jemand Platz hat, hier liegen drei Loks, dann könnte jemand diesen Shelter da erforschen. Ich habe leider überhaupt keinen Platz. Ich habe gar keinen. Matze, bei uns ist es auch nicht viel heller. Auch einen Rucksack unbedingt. Einen Lok habe ich genommen. Kann ich euch ein bisschen Zeug mal hier hinschmeißen? Ja, schmeiß halt irgendwas Unwichtiges weg. Ich kann 40, habe ich Platz. Mach da mal einen kurzen Cut und muss dann mal wieder zusammen basteln. Ja, mach das. Hat jemand eine Woodplank im Inventar? Die kannst du aus deinem Lok gerade machen. Ja, genau, das ist die Frage, ob ich das machen soll, ob das leichter wird oder schwerer sogar vielleicht. Achso, nee, das bleibt identisch, glaube ich. Wenn das nochmal passiert hier mit meinem hier, dann höre ich auf. Dann habe ich kein Boot mehr. Das wäre aber sehr traurig für uns. Ja, was soll ich machen, wenn ich alle 2 Minuten einen Spielabschmierer drin habe? Macht auch keinen Spaß. Nee, nicht so richtig. Hat jemand von euch was zu trinken dabei? Ja, Dirty. Ich habe einmal Stagnant, aber das Problem ist, das heilt nur noch 20. Das haben sie irgendwie, oder war das immer so? Dirty heilt 10. Das Stagnant hier schon immer so wenig. Kann ich euch hier kurz allein lassen? Ich gehe kurz zum Fluss runter, ja? Ich habe 2 leere Flaschen, dann mache ich mir die voll. Ich hätte auch 3, okay. Ist es okay? Könnt ihr hier bleiben? Ja, ja. Dann ich probiere jetzt irgendwie die Woodlocks noch zu nehmen. Ja, das ist echt die Sache. Was brauchen wir denn noch dafür? Du kannst das ja auch erforschen. Also nimm doch einfach einen Woodlock, mach Blanks drauf, leg's auf den Boden und dann kannst du ja mit denen erforschen. Ja, ja. Es geht ja nur, dass wir es erstmal haben und wissen. Ich bin wieder im Spiel und hab auch schon wieder gestartet. Gut. BB. Ja, ne? Danke. Dann können wir ja schauen, was wir noch brauchen, weil ich habe nur ganz wenig Scrap Metal. Und ich glaube, das habe ich auch schon wieder weggeworfen, weil ich keinen Platz hatte. Oh, Leute, ich habe vorhin gefunden, dass so ein Duct Tape. Ja, damit Klebestreifen. Ich habe gerade eine Wooden Body Armor discovered. So ist es. Das Ganze mit dem Planks. Genau, das Tape ist für die Armor. Ich habe auch schon ein Tape, glaube ich. So, Mädels, ich bin jetzt bei der Pizzeria. Unter der Brücke. Ja, nimm mir eine Tonne mit, bitte. Ich hole dich gleich ab. Eine Tonne Pizza? Eine Tonne. Achso, eine Tonne. Ich habe eine Tonne verstanden. Ich sag, was will denn jetzt mit einer Tonne Pizza? Wenn du so viel auftreiben kannst. Ach, Small Shack. Ich könnte einen Small Shack bauen. Soll ich es mal tun? Ist ja nur Small Shack. Oh, ihr solltet kein Dirty Water trinken. Doch, kann man machen. Habe ich getan. Man kotzt und verliert enorm Energy. Nö, war okay. Ja, also ich dachte, man hat gerade ganz schön Energy ver. Laden. Ich sauf's die ganze Zeit schon. Kann jetzt jemand mal eine Frage kurz beantworten? Small Shack bauen, ja, nein? Nein. Nee, Small Shack nicht, den Shelter. Der Small Shack ist ja nicht das, was wir im Singleplayer haben. Das ist das mit Treppe hoch und... Ernsthaft? Das nennt sich Small Shack? Ich dachte, das Small Shack ist das Dixie-Klo. Ja, nein, aber ist es nicht. Das andere ist, was du meinst, das Dixie-Klo ist Basic Shack. Ah, okay, du musst aber
gucken, ob du die Small Shack auf den Boden setzen kannst. Ja. Haben wir da schon gebaut. Das geht. Das haben wir ja schon gebaut im Offscreen mal. Das ist ideal, das Ding. Und das halt neben das Haus so, als wie so ein Schuppen, wie so eine Garage oder so, daneben gestellt. Small Shack ist gebaut. Brauchen wir noch eine Tür. Hier liegt noch Fertilizer und Unmengen Kaffee, wenn das noch jemand will. Ja, Drop Geschisse. Bist du immer noch bei der Pizzeria, Sunny? Ja, ich sitze da an einem Auto und warte so, dass mich jemand abholt. Ja, dann warte mal, eine Pizzeria liefert doch aus. Ja, die ist ja unter der Brücke, die Pizzeria. Ja, komm mal genau. Hier siehst du mich schon, ich hüpfe hier einfach unter der Brücke durchlaufen, dann läufst du auf mich zu. Hier müssen wir runter, dann bau mal. Würde ich vorschlagen. Yay, Sunny wieder da, oder wie? Ja, sieht aus, als wären wir tatsächlich komplett. Yay. Sensation. Ich bin müde. Wohin denn? Das darfst du mich nicht fragen. Sag mal, steht auf unserer Veranda eigentlich ein Grill? Nein, leider nicht. Aber hier bei dem Haus steht ein Grill. Oder? Moment. Ja, hier steht ein Grill. Also wir müssen nur zum Haus gegenüber, da steht ein Grill im Garten. Das ist schön, Barbecue-Vergnügen. Da müssen wir zu Nachbarn Barbecue grillen. Barbecue bei den Nachbarn. Ja. Genau. Ach, dieses blaue Haus meint ihr. Jetzt weiß ich auch, welches blaue Haus ihr die ganze Zeit meintet. Ne? Aber ja, an das Haus erinnere ich mich. Es ist das blaue Haus. Ne. Es ist nicht blue irgendeins. Haus. Und so, die Small Shack ist gar nicht so small. Ach, Sani, zieh mal was über. Ja, nur fast nach hinten in die Ecke. Ich hab nichts. Wo ist hinten in die Ecke? Stell dich mal hin, wo du hinten in die Ecke meinst. Zum Beispiel hier in die Ecke hinten, wenn du es nicht direkt, wenn du es nicht hier direkt neben kriegst, hier, wo ich jetzt hüpfe. Ja, was ist denn mit hier? Ja, Leute. Dann schmeiß es hier nach hinten in die Ecke einfach. Was ist denn hier? Nee, also, da muss man so rumlaufen. Hier? Ja, aber hier, da siehst du es am wenigsten. Hier ist es am wenigsten sichtbar, wenn du es hier in die Ecke packst. Willst du es verstecken? Ja, okay, könnte man auch. Aber dann siehst du es nicht direkt, wenn du hier vorbeiläufst. Aber vielleicht gar nicht so doof. Dann stelle ich es hier direkt, also... Aber so dann ausgerichtet, so wie wir jetzt gucken, also so lang quasi. Also zwischen, dass es von Haus in Richtung Zaun die lange Seite hat. Also der Rücken der Scheck an dem Zaun. Nee, eben nicht. Du kannst auch den Rücken von der Scheck beispielsweise... Nach vorne oder... Du könntest auch den Rücken der Scheck an das Haus machen. Geht das? Wie nah geht denn das dran? Ja klar, das wollte ich doch gerade machen eigentlich. Wie lang geht denn das dran? Wie lang? Wie nah geht denn das dran, meine ich, sorry. Naja, so ein paar Zentimeter Abstand hat's. Ja, das ist egal. Aber es ist komplett noch vom Zaun überdeckt. Vom Zaun? Ja, man sieht's nicht, wenn man um die Ecke kommt. Ja, naja, okay, dann bau hin. Eingang zu uns halt. Du Koja, deine Waffe, ne? Die Treppe zeigt dann nach vorne. Zu mir vom jetzt, wo ich hier stehe, wo ich hüpfe. Ja. Vom Haus weg, genau, ja. Koja, deine Waffe ist doch sehr ungeladen. Ich hab sie geladen. Sieht aber nur so aus. Der Schlittenfang steht hinten. Matze, ja, brauchst du Hilfe? Nein, das Problem ist nur, ich sehe nicht gut, ob die schön ausgerichtet ist oder ob die ein bisschen verdreht ist. Können wir einen kleinen Tusch machen, dann wird es spannender. Bom, 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 bom. Okay. War das so klein? Yay. Ja. Ich hatte es irgendwie größer in Erinnerung. Nein, deswegen habe ich es doch gesagt. Ja, ist okay. Wir kommen alle zu viert rein, zur Not. Und wo ist die Tür? Ja, die müssen wir bauen noch. Da müssen wir noch eine Metalltür bauen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Crafting Table. Das ist das Nächste, was wir bauen sollten. Auch wegen der Munition. Jo, dafür braucht man Metall. Oh, hätte ich en masse mitbringen können. Letztes Mal was gesagt. Ja, das Problem ist, ich hätte auch viel mitbringen können, nur Rucksack fehlt. Ich hatte schon viel mitgebracht, aber das ist jetzt weg. Was brauchte man nochmal für den Framed Backpack? Nägel, gell? Ja, Nägel. Warte mal. Framed Backpack. Rezept habe ich noch nicht. Ich habe nur Backpack Frame bisher. Ja, Matze, also ich muss sagen, hast du gut gebaut, stabil, definitiv. Aber? Hält einen Spieler aus, auf jeden Fall. Bin hier gerade am Dach. Ah, gut. Für eine Inspektion durch, ja genau. So, ich muss jetzt aber auf jeden Fall, ich bin tired, ich muss mal auf die Pritsche. Dann gönn dir Schlaf. Ich geh mal kurz in die Bude rein und craft ein bisschen durch die Gegend.
aber können wir nicht auch so eine Workbench einfach aus einer Stadt nehmen, oder? Ja, dazu müsste man erstmal in einen Supermarkt laufen und die sind nun mal, puh, ich sag mal, ist schon mutig. Mit der aber Ausrüstung die, aktuell. Die Sache ist jetzt, wenn wir eine Tür für diese Hütte haben, können wir da auch eine Kiste reinstellen und es ist praktisch unsere Mini-Mini-Basis. Es ist einfach ein Schuppen, einfach unser Lager sozusagen und das Haus hier ist die Basis, ja. Also wenn wir sterben, haben wir dann diese Items garantiert, weil ja niemand den Access-Code hat. Genau. So, okay, das hört sich gut an. Die Idee. So, jetzt muss ja, dann ich würde ich vorschlagen, nächste Priorität eine Tür und eine Kiste, oder? Genau. Und deshalb Punchies. Brauchen wir jetzt als allererstes, damit wir die Tür bauen können, die sollte aus Metall sein, den Table. So, Matze, wir können auch sagen, wir sind mit einer Holztür zufrieden. Weil ich es kann. Aber ich würde eine Metalltür nehmen, wenn schon, denn schon. Ach, die hält einfach mehr aus. Okay, hört sich gut an. Ja, dann warte mal. Ich habe 2x Scrap Metal. Wird nicht reichen. Das war es leider an Metall. Ich bin kurz Sticks holen. Ich glaube, ich kann mir den großen Rucksack craften. Dann hätten wir da Platz zum Looten. Ja, dann könnten wir mal eine Runde looten gehen. Genau. Ich muss nur irgendwo Sticks finden. Ich glaube, da hinten sind sie. Falls ihr Sticks habt, könnt ihr schon mal Punji-Sticks platzieren. Nö, aber dann hole ich jetzt mit dir ein paar Sticks. Ich sollte... Oh, da braucht man ja 8 Sticks für einen. Mhm, das ist hart. Für einen Punji-Stick? Für einen einzigen, ja. Habe ich Nails da fallen lassen? Liegen da Nails auf dem Boden? Nee, da. Nail? Stick? Was braucht man denn für den, weißt du das noch, Sunny? Für den Frame? Ein Backpack-Frame, Nails. Boah, müsste ich jetzt auch nachgucken. Auf jeden Fall Nails. Ich habe Nails und Sticks. Also für den Backpack-Frame braucht ihr Nail-Sticks und Metal-Brackets. Ah, Metal-Brackets. Genau, Metal-Brackets, genau. Die Metal-Brackets waren es noch. Dankeschön, das war's. Und dann halt noch eine Menge an. An hier, ja, ja. Scrap. Scrap-Metal? Nee, ne? Crap of Clothes. Ja, yeah, Clothes. Ja, ja. Ich komme mal zu euch und fäll den Baum, nicht wundern. Aber irgendwie, jetzt wo ich sage gerade, zombie-technisch. Nee. Und genau das meinten wir auch, vom einen Extrem ins andere. Das regt irgendwie auf. So, 2-3 Zombies, alle paar Minuten würden ja nicht stören. Aber so wie in den letzten Folgen, besteht es nicht wo, so ganz. Wo soll ich denn die Punchies hinpacken? Scheiße. Also so, dass man schon noch irgendwie durchlaufen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr nett. Und ich will nur sagen, die Reichweite geht ziemlich weit. Ich brauche noch ein Scrap Metal. Hat einer von euch noch ein Scrap Metal? Ja, eins habe ich. Oh, Gott sei Dank. Also so. Wow, oh. Wer war das? Oh. Wer war das? Da sind Leute. Ich stand direkt ihm gegenüber und hab's nicht gesehen, dachte, es wäre jemand von euch. Ich kann jetzt nicht wissen, wer ist. Was machen wir? H1Z1 heißt der. Also ich bin dann mal hinüber. Ist einer von euch tot? Ja. Ja, ich renne weg. Ausgerechnet, jetzt bin ich tired. Ja, dann noch ein Shotgun. Was hat der an? Komplett Flecktarn. Ja. Die sind einfach nur zu euch gekommen und haben geschossen. Ja, da ist ja nur einer. Ist nur einer. Nur eine? Ist nur einer. Ja. Warum hau ich ihn dann ab? Ich dachte, das wäre zwei. Weil er einen Shotgun hat. Aber keine Munition mehr. Wer ist einer von euch im Wald? Ja, ich. Ja, das warst du. Oder hast du mich mit der roten Kappe gesehen? Nee. Aber ich habe auch keine Ghosts mehr. Oh, ich hasse das. Man kann nie wissen, wer ist. Ich brauche... was zu trinken. Ich finde mein. Bin bei E7, ich bin bald wieder da. Toll, du hattest das Scrap Metal. Ja, hatte ich. Wenn das dein eigenes einziges Problem ist, dann ist ja die Welt in Ordnung. Ja, ganz kurz, Koya Sunny, wo seid ihr? Ich will nicht. Ich habe mich kurz verschanzt. Ich liege hier mitten in der Pampa und habe mich hingelegt, weil ich was trinken muss. Ich bin fast verdurstet. Da jetzt läuft einer auf der Straße. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich laufe nicht auf der Straße. Okay, dann killen. Ich habe 3 Schüsse mit der Eier, ja, ich bin schneller weg als... Wenn du verjagst. Ich komme jetzt wieder in Richtung unserem Haus. Ich komme von hinten. Ich auch. Nee, ich von auch. Der Seite komme ich. Ich laufe jetzt über die Straße, ich sehe keinen.
Wie? Der lädt nach einmal nach? Oh Mann, ey. Ich laufe jetzt über die Straße, bin wieder am blauen Haus. Wo bist du, Schilling? Hier ist einer. Ich bin hinterm blauen Haus. Ihr müsstet die Schüsse hören. Ich sehe es. Ja, von hier oben wird geschossen. Ich bin der, der wegläuft. Ich hab'n erledigt. Ja, da oben ist noch einer. Oben ist noch einer auf dem Berg. Wo ich gerade war, ist noch einer. Da ist er. Assen? Wer von euch schießt? Ich hab keine Waffe. Ich bin tot. Ich hab keine Schuss mehr. Scheiße. Hauen um mit der Axt. Tot. Ach so, du bist auch tot. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Ja, der kam einfach. Nee, Moment, das war jetzt definitiv ein Hack. Ich stehe hier noch. Er ist nicht mal mehr bei mir. Nö, das Stehen, das macht nichts. Den Fehler hatte ich auch schon. Aber da ist kein Spieler gewesen. Ah, okay, Moment, jetzt bin ich auch so tot. Einfach ohne nichts, ohne Schuss. Ich weiß, was du meinst. Und ich würde sagen... Ich falle instant um. Das kann nicht sein. Das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. So ist es. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ach, verdammt, wir waren so gut ausgerüstet. IFA kann es gerade nicht sinken, das Schiff. Das stimmt. Das stimmt, wenn wir jetzt wirklich von Hackern zerlegt wurden und das sah mir verdammt danach aus. Verdächtig. Aber gut, wie dem auch sei, ist es auf jeden Fall so oder so ärgerlich und wir werden uns jetzt wieder irgendwie finden müssen oder mal schauen, was wir machen, keine Ahnung. Wir sehen uns hoffentlich dann bald wieder und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis.